Ich begrüße euch wieder mal sehr herzlich in meinem kleinen Nagelstudio und heute habe ich was für Sehbehinderte und Blinde. Ich darf von der Firma FeelSpace drei Produkte vorstellen, drei Geräte, die das Leben für Blinde wirklich einzigartig erleichtern. Wie viele von euch wissen, bin ich gesetzlich blind? Ich habe noch einen Restsehwert unter 2% und dank meiner einstelligen Sehhilfe, die für die Nähe ist, kann ich meiner Arbeit nachgehen. Ich hatte mal eine dumme Idee und habe mir eine Gleitsichtbrille gemacht. Das ist absoluter Schrott, damit kann ich nicht umgehen. Ich bräuchte Minimum ein Jahr, um das anzulernen. Und dauernd die Kopfbewegungen machen mich verrückt. Das kann ich nicht gebrauchen. Ja, solange das so noch geht, ist alles wunderbar. Aber was mache ich denn, wenn der Kontrast weiter abnimmt? Niemand kann mir garantieren, dass das nicht irgendwann mal der Fall sein wird oder dass sich das alles noch verschlechtert. In dem Fall gibt es auch elektronische Geräte, wie zum Beispiel ein Bildschirmlesegerät, das man zu Hause hinstellen kann. Das ist dann stationär, wird über Stromversorgung gespeist und ihr könnt Zeitungen und Bücher lesen. Alles kein Problem. Ist mir viel zu anstrengend. Ich habe so ein Ding, aber das ist wirklich nur, wenn ich zu Hause bin. Unterwegs könnte ich jetzt eine mobile Lupe nehmen, wenn ich nicht mein Smartphone hätte. Aber bei beidem ist der Radius, ich sage jetzt mal, höchstens so. Bei einem Notebook ist es ja noch größer. Und da muss ich dauernd hin und her wischen. Wenn ich es vergrößert habe, habe ich 3, 4 Buchstaben drauf. Viel zu lästig, das geht gar nicht. Stellt euch vor, ich stehe an der Bushaltestelle und ich möchte gerne den Fahrplan lesen. Dann müsste ich mit meinem Handy ein Bild machen, dann das Ganze herziehen, heller machen, damit ich es sehen kann, vergrößern, hin und her schieben. Nö, das ist nicht so meins. Zum Glück gibt es zum Beispiel die Firma Orcam. Und die Firma Orcam hat die MyEye 2.0. Und das Schätzle möchte ich jetzt gerne zusammen mit euch auspacken, denn das ist eine Art Leseunterstützung. Ihr könnt nicht nur Bücher lesen, das heißt nicht nur ganze Seiten oder Textzeilen. Ihr könnt wieder einzelne Sachen lesen, wie zum Beispiel die Speisekarte, was euch interessiert. Oder beim Einkaufen den Einkaufsbon, auch wenn er noch so verwischt oder verwaschen ist, einfach vorlesen lassen. Das Ding erkennt Barcodes, es erkennt Farben. Und es erkennt auch Geldscheine und noch viel mehr. Und ich bin so hippelig. Die Firma FeelSpace hat mir dieses Schätzle zur Verfügung gestellt zum Zeigen. Und jetzt würde ich sagen, machen wir das. Ich habe extra hier mein Handy noch für die Nahaufnahme. Also einen Adapter mitschicken finde ich einfach eine coole Idee. Und dann müsst ihr wirklich nur gucken, hier oben ist jetzt weiß und hier oben ist weiß. Dann drehe ich das nur rum. Sonst müsst ihr es halt ausprobieren, wenn man es nicht sieht. Und bei diesem Stecker ist hier eine Besonderheit. Das ist ein Magnetstecker für die Orcam MyEye. Dann ist hier das Transportböchsle. So sieht es aus. Sehr, sehr hochwertig verarbeitet. Und damit euch das nicht runterfällt, weil es ein sehr teures Hilfsmittel ist, habt ihr hier ein Lanyard dran. Das würde ich sowieso empfehlen, bei solchen Sachen immer doppelt sichern. Wenn ihr die MyEye bekommt, dann ist die erste Anleitung, die aufzuladen. Hier ist jetzt die Ladebuchse. Und ich brauche jetzt eigentlich auch gar nicht hingucken. Mal gucken, man schnappt. Keine Ahnung, wo ich bin. Und es sitzt. Also für Blinde zum selber Laden, toll. Finde ich super. Also klasse.
Es war bereits aufgeladen, ich habe es geprüft. Das Ladekabel lege ich jetzt einfach mal zur Seite. Und in dem Originalkarton, das hier ist jetzt ein Vorführstück, deswegen kommt es auch nur in einer Transporttasche. Im Originalkarton ist dann noch Zubehör drin. Das Zubehör hier ist aber auch mit dabei. Und jetzt denkt ihr euch, hä, wieso ist denn da jetzt eine Brille mit dabei? Die Brille. Viele Sehbehinderte bzw. viele Blinde, die ich kenne, tragen gar kein Brillengestell mehr, weil sie sagen, wozu soll ich mir eine Brille aufsetzen, wenn ich sowieso nichts sehe. Ja klar, aber ich würde so oder so eine Brille tragen, alleine schon, um meine Augen zu schützen vor dornigen Büschen, wenn man mal zu nahe an dem Busch entlang geht. Da wäre das nämlich auch eine coole Sache. Und hier könnt ihr jetzt erkennen, ist links und rechts schon der Bausatz dran, der normalerweise mit der Schere, mit den Bändern und mit diesen Magnetteilen im Paket drin wäre. Das ist natürlich nicht nur eine Fake-Brille, die keine Stärke hat, die wird mir gar nichts bringen, ranmachen könnt, sondern natürlich auch an solchen Brillen wie meine. Ich zeige euch die mal. Sorry, die ist jetzt wieder dreckig. Aber vielleicht könnt ihr durchgucken. Ja, ich weiß, die sieht furchtbar aus. Aber bei meiner Stärke unter 2% muss ich ja noch irgendwas gucken können. Ich habe hier zum Beispiel jetzt auch noch ein Brillenband dran, dass wenn ich den Kopf schüttel oder ich schwitze mal, dann rutscht mir die nicht runter. Gut, die kann ich jetzt eigentlich weglassen, weil ich habe gestern, wo lege ich meine hin? Sagt mir nachher, dass die rechts ist, bitte. Genau. Ich sehe nämlich jetzt so gut wie nichts mehr. Also ich weiß, dass irgendwo da drüben meine DJI Pocket 2 ist und hier habe ich das Zeug mal hingelegt. Es geht jetzt um okay. Also, die kann ich ja jetzt, weil sie noch nicht eingeschaltet ist, auch überall berühren. Hier vorne, also normal ist auch im Paket drin auch ein Brillenputztuch. Das heißt, wenn man da jetzt mal so wie ich drüber toucht, weil ich muss es ja jetzt fühlen, hier vorne ist eine LED, nein Quatsch, hier vorne ist die Kamera, links und rechts sind die LEDs, also zwei Stück. Hier an der Seite hat es kein Bedienelement. Hier kann man es auch anfassen, wenn es eingeschaltet ist. Das braucht man ja nachher. Hier unten ist irgendwo hier am Rand mit diesen äußeren Löchern, das ist das Mikrofon. Und hier ist eine Mini-LED und ein Knopf, Ein- und Ausschalter oder für die Pause. Jetzt denkt man natürlich, aber ich kann doch da gar nicht auf Pause drücken, denn dieses untere Stück kommt an euer Brillengestell. Und wenn es da dran ist, dann komme ich natürlich nicht mehr an den Ein-Ausschalter. Braucht ihr auch nicht, denn ihr habt ja auch hier Bedienpanel drauf. Hier seht ihr jetzt einen länglichen Strich, der ist auch taktil, also erspürbar. Man kann die Lautstärke einstellen, indem ich nach vorne wische, wird es lauter, wische ich nach hinten, wird es leiser und es spricht die ganze Zeit. Also alles, was ihr macht, wird besprochen oder mit Tönen unterstützt. Beim Fotomachen ist es so, wenn ich eine ganze Seite lesen lassen möchte, also wirklich von oben links nach unten rechts, Fotos nimmt sie nicht an, weil ich kann es ja nicht vorlesen. Dann muss ich anscheinend nur einmal drauf tippen, wenn der Text vor der Kamera ist, also vor meinen Augen sozusagen. Und das probieren wir gleich aus. Und natürlich auch die Absätze. Wenn ich jetzt weiß, in der Mitte ist ein Absatz, brauche ich nur mit meinem Fingernagel vor die Kamera. Das heißt, so, Kamera. Der muss den Fingernagel sehen. Ihr dürft jetzt nicht irgendwie so schräg, weil das nimmt er nicht an. Und wenn ich irgendwas stoppen möchte, brauche ich dann nur Stoppzeichen geben. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Jetzt möchte ich erstmal gucken. Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist außen.
Da, wo das Lanyard ist hinten. Ja, ich bin jetzt nahezu blind. Ich habe hier die Brille. Die Brille probieren wir mal aus. Oh, ist die cool. Naja, gut, das ist jetzt halt auch so eine Brille, die jetzt, ich glaube, das ist jetzt schief, die ist irgendwie verzogen. Ja, also wenn ich hier unten drunter gucke, habe ich das Gefühl, die hängt so. Aber das soll mich jetzt gar nicht stören. Und das ist Wischiwaschi Plastik, also nichts für mich. Das Coole ist, ihr habt ja in dem Set mehrere von diesen Magneten mit drin. Denn ich würde es euch auch empfehlen, an beiden Seiten, wenn ihr nicht wisst am Anfang, ob ihr es brauchen könnt auf der rechten Seite, auch ruhig das Ding auf der linken Seite zu befestigen. Weil ich weiß jetzt nicht, ob ich das auf der rechten oder auf der linken tragen würde. Hier sind ja auch Magnete dran. Hier sind so runde Dinger, das sind die Magnete. Und hier unten hat es die auch irgendwo. Ich sehe ja jetzt nichts. Ich kann also wieder weggucken. Ich bin gespannt. Okay, das hat aber schon ganz schön, das hält ganz schön gut. Ich mache das gerade nochmal, also weiter nach hinten, das sitzt nicht so weit vorne. Cool, also wenn man nichts sieht, braucht man nicht hingucken. Das ist nämlich auch das, was ich jetzt gerade probiert habe. Nach außen ziehen braucht man viel mehr Schmackes. Aber was ist, wenn ich jetzt von unten gegen das Gesicht komme, dann fällt mir das doch vielleicht runter oder von oben. Da ist es jetzt nicht so fest. Deswegen das Band. Das nehmen wir mal gleich. Ich brauche jetzt Prospekte. Ich habe, toll, wenn man nichts sieht, ne? Ich habe hier irgendwas liegen. Ich habe hier immer irgendwas liegen. Keine Ahnung, ich denke, das sind die gleichen, überall Orangen dran. Nicht runterschmeißen, Frau Huber. Ja, machen wir aber nicht. Keine runterschmeiß Tapete. Nicht, nicht wahr? So, hier habe ich keine Ahnung. Prospekt, eine Preisliste und irgendein Prospekt kann ich nicht lesen. Wenn ich es jetzt lesen wollte, oh, das ist auf dem Kopf. Da unten steht Munis Nagelstudio. Also ich muss tatsächlich so nahe hingehen und eher mit dem rechten Auge, weil das linke Auge, da fehlen mir Teile von der Schrift. Ja. Das ist nicht schön. Gut, ihr Lieben, ich würde jetzt sagen, wir probieren es einfach aus. Oh mein Gott, ich bin aufgeregt. Aufgeregt, aufgeregt, aufgeregt. Dann machen wir das zuerst. Genau, schön festhalten. Ich bin ja das nicht gewöhnt, wenn man so Zeug um den Hals oder an den Haaren hat. Okay, das ist gar nicht so schwer. Und ich dachte jetzt so, da wird es mich vielleicht so nach rechts runterziehen. Aber das ist nicht so. Ich muss das Ding aber ja erst noch einschalten. Es spricht übrigens beim Einschalten. Dauert allerdings ein bisschen. Also kann ich das Ding jetzt verwenden.
Es heißt, man soll. Welche Richtung mache ich das jetzt? Ich habe hier drüben jetzt die Kamera. Ich möchte jetzt von dem hier, das zeige ich euch jetzt so in die Kamera und so, mal einfach was gelesen haben. Ich denke, da steht was drauf und zeige jetzt mit der Kamera. Machen wir noch mal eine Seite weiter. Ich möchte jetzt mal das Ganze gelesen. Sind Sie auf der Suche nach Lösungen, die Ihre Sehleistung unterstützen? Reiniger Vision ist seit 1971 auf die Entwicklung und Produktion von optoelektronischen Lesesystemen für Sehschwäche und blinde Menschen spezialisiert. Als Vollsortimentanbieter beraten wir Sie umfassend zu unserem großen Produkt. Stoppen. Ich muss mich da noch reinfuchsen. Ich wollte da jetzt gerade eigentlich antipsen, aber die Kamera hat sofort den Text erkannt, ohne dass ich irgendwas gemacht habe. Ja, das ist schon faszinierend. Ich möchte mal was anderes lesen. Und zwar... Echt? Ach, scheiße, tatsächlich. Oh Mann. Können wir mal das Ganze lesen? Text. Ach, weil da irgendwelche Punkte oder sowas mit dabei sind. Aber das ist der Kracher. Der erkennt, sie erkennt, dass mein Ei erkennt, wenn der Text auf dem Kopf steht. Wow. Das wusste ich nicht. So, wie sieht es denn eigentlich aus mit meiner Preisliste? Nimmt sie die auch wirklich auf? Würde ich gerne auch mal komplett lesen lassen. Zeige euch das mal. So sieht das aus. Kleine Fußpflege, 30 Euro Fußbad, Nägel kürzen, verdickte Nägel schleifen, kleine Fußmassage, Komplexfußpflege, 40 Euro zusätzlich, Hornhaut und Hühneraugen entfernen, szenige Rekonstruktion, Ihnen fehlt ein Stück Nagel, kein Problem, pro Nagel 8 Euro, Schönheitslackierung 35 Euro Behandlung. Das ist ja mal scharf. Das nimmt meine Schrift an. Sieht es aus mit der Vorderseite? Okay. Das wollte ich nämlich wissen, ob es auch geschwungene Schrift, also Schreibschrift, annehmen kann. Das kann es natürlich nicht. Es kann viel, viel mehr. Ich nehme es jetzt erstmal ab und schalte es aus. Pausiert, drücken Sie bitte noch einmal, um abzuschalten. Na, wo ist es? Da war es doch gerade. Pausiert. Wacht auf. Batterie ist 82% geladen. Pausiert, drücken Sie bitte noch einmal, um abzuschalten. Ja, ja. Also zu früh drücken darf man nicht, dann ist sie überfordert. Das Ding wieder weg. Ich bin gespannt, was er sagt beim Ausschalten. Im Moment ist ja immer noch die LED an.
sagt Tschüss. Okay, Lämpchen ist noch an. Und jetzt ist sie ausgeschaltet. Das heißt, ich kann es jetzt auch auf Text richten, ohne dass was passiert oder mit dem Finger. Wow, ich ziehe mal meine wieder an. Dafür muss ich jetzt mein ausgenuppeltes Brilleband nehmen. Weil sonst meine lange echte Horde nicht reingegangen. So. Und mit dem Brilleband. Oh, ist das herrlich, wenn man wieder was sieht. So, wieder zumachen. Wow, ich bin echt begeistert. Das ist richtig cool. Es ist nur Spritzwasser geschützt. Das heißt, im Räger wäre natürlich geschickt, ihr habt entweder eine Kapuze, wo das Ganze schön fest, also ja, abgeschirmt wird sozusagen von Rägetropfen. Ansonsten einen Schirm nehmen, weil der Wert dieses kleinen Gadgets beläuft sich bei 4.825 Euro. Aber ich muss sagen, wenn ich überlege, wie viele andere elektronische Lupen, die alles das nicht können und wirklich Riesenprügel sind und die weitaus teurer verkauft werden, muss ich echt sagen, ist das eine tolle Sache. Und jetzt kommt noch der Oberkracher. Ihr könnt natürlich das, sobald ihr unter blind lauft, auch bei der Krankenkasse einreichen. Dafür gibt es eine Verordnung, die wird mitgeschickt für die Information für euren Arzt, euren Augenarzt. Und der wird natürlich dann euren Visus, euren Restsehwert, den ihr noch habt, ganz genau bestimmen, ganz genau draufschreiben. Und dann könnt ihr das bei der Krankenkasse einreichen, mit viel Glück, sofern ihr dann auch wirklich 100% blind seid, mit viel Glück übernimmt sie das Schätzle komplett. Wenn es blöd läuft, kann es sein, ihr müsst halt noch ein bisschen was draufzahlen. Aber ich bin wirklich begeistert. Das finde ich eine coole Idee.